Wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Und dass wir hier sind, ist ein Beweis dafür, dass Gott gut ist. Dass es einen Gott im Himmel gibt und dass dieser außerordentlich gut ist. Amen. So, wir sind in unserer Predigreihe, wir sind ja in der Adventszeit. Jedes Jahr kommt der Advent. Und wir freuen uns, da sind auch ein paar Bräuche, die damit verbunden sind. Aber es ist auch zu befürchten, dass die allermeisten Menschen den wahren Sinn des Kommens von Jesus Christus nicht oder noch nicht verstanden haben. Ja, und dann kommt Weihnachten Jahr für Jahr und wir verpassen eigentlich, was Gott uns damit sagen wollte, beziehungsweise was er damit tun wollte, indem er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Jesus Christus kam, um uns von der Sünde zu erlösen. Denn Sünde ist das größte Problem der Menschheit. Nicht Erderwärmung, nicht Klimawandel oder so, sondern das ist Sünde. Sünde ist die Mutter aller Probleme, die wir hier unter der Sonne erleben können. Und Gott hat sich eine Lösung ausgedacht. Und diese war, dass er in der Person seines Sohnes die Gestalt eines Menschen einnehmen sollte, um in die Welt zu kommen und mitten unter uns zu leben. Und damit wir Vergebung von der Sünde erleben, erstens. Zweitens, Befreiung von der Macht der Sünde. Und drittens, dass wir ein reines Gewissen haben können und dürfen. Das sind die drei Aspekte, die wir letzte Woche besprochen haben, die außerordentlich wichtig sind. Jesus kam, um unsere Sünden wegzunehmen. Er kam, um uns von der Macht der Sünde zu befreien, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Und er kam, damit wir mit einem ruhigen Gewissen durch das Leben gehen können und dürfen. Heute machen wir Fortsetzung mit einem weiteren Aspekt der Bedeutung des Kommens Jesu Christi, damit auch der wahren Bedeutung von Weihnachten. Und Jesus kam, das ist auch das Thema von heute, um Menschen, die unterdrückt sind, in die Freiheit zu setzen. Er kam, um Unterdrückung zu beenden. Der Mensch wurde ursprünglich geschaffen, um in Freiheit zu leben. Das war die Absicht Gottes, als er den Menschen geschaffen hatte. Der Mensch sollte frei sein. Er hat den Menschen auch Autorität gegeben und sogar Macht. So. Jetzt haben wir richtig gewaltig. Also, er schuf den Menschen, damit der Mensch frei lebt. Er schuf den Menschen, gab ihm Autorität, gab ihm Macht. Und das ist tief in jedem Menschen. Deswegen beobachten wir, dass kein Mensch gerne dominiert wird oder kontrolliert wird. Kein Mensch, der geistig gesund ist, wird gerne dominiert oder kontrolliert. Wir erleben das auch in der Gesellschaft, dass wir uns nur ungern der Staatsmacht unterordnen. Wenn wir die Wahl hätten, würden wir auch uns nicht den Gesetzen unterordnen. Wir tun das, weil wir Strafe befürchten. Ja, niemand. Es ist tief in uns, diese Freiheit. Aber mit dem Sündenfall haben wir das alles verloren. Mit dem Sündenfall ist der Mensch Sklave von Sünde geworden. Der Mensch ist Sklave von Satan geworden. Und der Mensch hat angefangen, gegenüber seinen Mitmenschen die Macht und die Autorität zu missbrauchen, die Gott ihm gegeben hat. Wir haben angefangen, uns gegenseitig zu dominieren, zu kontrollieren. Erstes Beispiel war Kain. Kain war der erste Sohn von Adam und Eva. Und er war älter als sein jüngerer Bruder Abel. Und beide waren auf dem Feld, weil er wahrscheinlich physisch überlegen war, kräftemäßig überlegen war, hatte seinen Bruder überwältigt und ihn umgebracht. Das war der erste Fall von Kontrolle, von Unterdrückung und von Machtmissbrauch in unserer Geschichte. So, was ist überhaupt Unterdrückung? Unterdrückung ist, wenn man jemanden mental, emotional, körperlich, finanziell oder geistlich gegen seinen Willen kontrolliert oder dominiert. Das ist Unterdrückung. Jemand versucht,
dich gegen deinen Willen mental, emotional, körperlich, geistig, finanziell zu kontrollieren und seinen Willen aufzuzwingen. Das ist Unterdrückung. Und die erleben wir auch in verschiedenen Formen in der Menschheitsgeschichte. Zum Beispiel politische Unterdrückung. Das erleben wir in Ländern, die diktatorisch regiert werden. Oder zum Beispiel im Kommunismus damals. Der Staat hat alle, den Bürger, alle Aspekte des Lebens in der Gesellschaft kontrolliert. Oder in der Bibel haben wir das Beispiel von den Philister, die immer wieder Israel angegriffen haben und ab und zu sie mal auch besiegt haben und sie auch dominiert und kontrolliert haben. Da haben wir in der Geschichte das Römische Reich oder das Griechische Reich, das Persische Reich oder Sklaverei und Kolonialismus in verschiedene Formen von politischer Unterdrückung, wo Menschen auf sich genommen haben, über andere zu regieren, über das Schicksal anderer zu entscheiden gegen ihren Willen. Wir haben auch wirtschaftliche Unterdrückung, wo die Reichen eben die Ärmeren beherrschen und unterdrücken. Wir haben auch in der Gesellschaft selbst Unterdrückung, beispielsweise wenn Menschen wegen ihrer Rasse oder wegen ihrer sozialen Zugehörigkeit oder religiösen Zugehörigkeit schlecht behandelt werden. Oder in Haushalten, wenn ein Mann, ist in der Regel der Mann, der seine Frau körperlich misshandelt oder Kinder, die von ihren Eltern misshandelt werden. Aber die schlimmste Form der Unterdrückung ist geistlich. Ist auch die tückigste Form der Unterdrückung. Denn dagegen ist es am schwersten, sich zu wehren. Die geistige Unterdrückung übernimmt Satan höchstpersönlich durch seine Dämonen. Und das sind auch Dinge, die man oft nicht wahrnimmt. Du kannst in einem freien Land leben und dennoch unterdrückt leben. Du kannst in einem demokratischen Land wie Deutschland leben und dennoch in der Unterdrückung leben, geistig gesehen. Du bist politisch frei, du bist wirtschaftlich frei, aber geistlich bist du gebunden. Ja, und eine Strategie des Unterdrückers, um die Unterdrückung fortzusetzen, ist, dass er verhindert mit allen Mitteln, dass die Unterdrückten Zugang haben zu Informationen. Er kontrolliert ihren Zugang zu Informationen, weil er Angst hat, dass die Unterdrückten die Wahrheit erkennen. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass jemand gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Das sind Worte von Jesus Christus. Das heißt, bei der geistigen Unterdrückung ist es so, dass Satan nicht will, dass du realisierst, dass du unterdrückt bist. So dass man im Laufe der Zeit denkt, dass es normal ist, dass man bestimmte Dinge erlebt und durchmacht. Man arrangiert sich auch mit diesem Zustand und denkt, das ist normal. Teilweise versucht man eine Erklärung dafür zu finden, sagen ja, vielleicht will Gott das so, vielleicht will Gott nicht, dass ich bestimmte Dinge erlebe oder erreiche und man gibt sich damit zufrieden. Aber in Wirklichkeit will Gott, dass du bestimmte Dinge erlebst. Denn das Ziel von Unterdrückung ist zu verhindern, dass das Potenzial, das Gott dir gegeben hat, sich voll entfalten kann. Ist zu verhindern, dass du die Ziele erreichen kannst, die Gott für dein Leben festgelegt hat. Ist zu verhindern, dass du werden kannst, wozu Gott dich bestimmt hat. Ist zu verhindern, dass du den vollen Segen Gottes erleben kannst und erleben darfst. Das will der Unterdrücker mit Unterdrückung erreichen. Und zahlreiche Menschen in allen Ländern und in allen gesellschaftlichen Schichten leben mehr oder weniger unter Unterdrückung. Und was sind denn die Bereiche, in denen wir Unterdrückung erleben? Wir erleben Unterdrückung zum Beispiel in unseren Finanzen. Dass du merkst, du arbeitest hart, aber irgendwie kannst du nicht erklären, dass dein Geld am Ende des Monats immer alle ist. Du bist sogar verschuldet oder hochverschuldet. Und du kannst es nicht erklären. Und vielleicht blickst du zurück in deine Familie, du merkst, mein Vater hat das Problem, meine Mutter hat das Problem, mein Onkel, vielleicht 2, 3 Generationen zurück. Dann kannst du gewiss sein, du wirst finanziell unterdrückt. Unterdrückung kann auch emotional stattfinden. Das ist das Gefühl, dass du merkst, dass du eine Kontrolle hast über deine Emotionen. Du kannst nicht erklären, warum, aber du stehst in einer depressiven Verstimmung. Oder du lebst in Angst. Oder Angstzustände. Oder Panikattacken.
Und du kannst nicht erklären, woher das kommt. Du hast schon vielleicht alle möglichen Therapien gemacht und das wird nicht besser. Wir danken Gott für Therapeuten, aber wir müssen leider erfahren oder erleben, dass sie immer wieder an ihre Grenzen kommen, trotz aller Versuche. Und wir brauchen Therapeuten, aber sie können nicht alles heilen, nicht alles lösen. Und man lebt dann weiterhin in dieser Unterdrückung. Manche Leute haben regelmäßige Albträume. Sie wissen nicht, woher das kommt und das ist furchtbar, ein furchtbarer Zustand. Oder manche Leute sehen Erscheinungen, Monster oder Geister. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Schülerin vor vielen Jahren. Sie war in der 9. Klasse damals. Sie bat mich um ein Gespräch in der Schule und erzählte mir, dass jede Nacht eine grausame Gestalt ihr Zimmer betritt. Sie hat Todesangst. Sie ist dann wie geklebt auf ihrem Bett. Das war keine Einbildung. Sie sieht das Ding und sie spürt das in ihrem Körper. Und das ist ein furchtbarer Zustand. Sie konnte nicht schlafen. Sie sagt, Mama und ich, wir haben schon alles versucht, mit Weihwasser, mit allen möglichen Sachen und das hilft nichts. Können Sie mir helfen? Das Kind war verzweifelt. Ich habe für sie gebetet und bei einem Anweisung gegeben, die sie auch umgesetzt hat und sie wurde komplett befreit. Amen. Ja, es kam nicht mehr. Und zahlreiche Leute erleben das in ihrem Zimmer. Morgens stehen sie auf, springen in ihr Mercedes oder BMW oder Porsche, sind schick angezogen mit Markenklamotten. Sie bewohnen teure Villen und reden nicht drüber. Sie sind unterdrückt. Und das ist ein furchtbarer Zustand. Und guess what? Das ist im Himmel registriert worden. Gott hat diesen Zustand gesehen und hat sich entschieden, er hat Barmherzigkeit gespürt in seinem Herzen, er hat sich entschieden zu kommen und dem ein Ende zu setzen. Er hat sich entschieden, seinen Sohn zu senden, damit er dich und mich befreit. Und er sagt, du darfst frei leben. Das ist kein normaler Zustand von Gott her. Das hat Gott nicht gewollt, dass du jede Nacht Albträume hast, dass du in Angst und Angstzustände lebst, dass du in Depressionen lebst. Das ist nicht die Norm im Reich Gottes. Gott sagt, du darfst die Wahrheit erkennen und du darfst frei und unbeschwert leben. Du darfst die Kontrolle haben über deine Emotionen. Du darfst selbst entscheiden, wann du traurig bist, wann du dich freust. Wenn du unterdrückt bist, hast du das Gefühl, dass du fremdgesteuert bist. Du würdest dich gern freuen, aber die Freude kommt irgendwie nicht auf in deinem Herzen. Und das bricht das Herz Gottes. Er ist ein gütiger Vater, der das Beste für dich will. Manchmal sind das Substanzen, die wir zu uns nehmen. Vielleicht, um die Angst oder die schlechten Emotionen zu unterdrücken. Dann werden wir irgendwann süchtig davon. Kommst nicht mehr raus. Das kann Alkohol sein, Zigarette sein, Drogen sein, verschiedene Dinge. Mittlerweile gibt es sogar Internetsucht, Computersucht, Spielsucht. Wir suchen in Sucht immer einen Ausgleich für etwas, was uns fehlt. Gott will nicht, dass irgendwas deinen Willen kontrolliert. Er will nicht, dass irgendjemand dein Leben kontrolliert. Er will dein Leben allein kontrollieren, wohlwollend kontrollieren. Er ist ein gütiger Gott, ein guter Vater, ein guter König, der wohlwollend und in Liebe herrscht. Und wenn er herrscht in deinem Leben, dann sorgt er dafür, dass du ein erfülltes Leben hast. Dass du das Leben Gottes erfahren kannst und erfahren darfst unter der Sonne, in diesem Leben. Amen. Du bist geschaffen, um frei zu sein. Und deine Freiheit war Gott so wichtig, dass er höchstpersönlich die Welt betrat. Ja, das war ihm so wichtig, dass er es nicht mehr ausgehalten hat im Himmel. Er hat deine Ketten gesehen, dein Seufzen gesehen, dein Geschrei gehört. Und das, er konnte nicht mehr ertragen. Er sagte, ich komme, ich schicke nicht meine Engel, sondern ich komme höchstpersönlich. Und ich werde den Preis bezahlen, den nötigen Preis bezahlen, damit du frei kommst. Und das ist die gute Botschaft für Weihnachten. Jesus kam, weil er unbedingt will, koste es, was es wolle, dass du frei lebst.
Und Freiheit bedeutet, dass du in die Pläne Gottes kommst und nach dem Willen Gottes leben darfst. Wir wissen, dass der Wille Gottes in Jesus Christus für uns ist. Ja und Amen. Das ist das bestmögliche Lebensmodell, was du haben kannst. In Gott zu leben, in Jesus zu leben. Darum sagt er, wenn der Menschensohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. In Jesus Christus findest du echte und wahrhaftige Freiheit. Amen. Amen. So, Jesus, um uns zu befreien, ist er erstmal so vorgegangen, dass er der Chefunterdrücker, dass er ihn erstmal zerstört hat. Er hat seine Macht gebracht, zerstört. Ja, wenn du einen Gefangenen freisetzen möchtest, musst du erstmal die Macht des Unterdrückers zerstören. Wir lesen in Kolosser 2, die Verse 14 und 15, da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Endlich jemand, der versteht, was ich sage. Ja, ja. Diese gute Nachricht sollte uns eben zum Jubel bringen. Was der Paulus hier sagt, ist, dass Satan einen Schuldschein gegen uns hatte. Und dieser Schuldschein besteht aus der Summe all deiner Sünden und aus den Sünden deiner Vorfahren. Und er ließ den Schuldschein immer gegen dich gelten vor Gott und verlangte, dass er das Recht bekommt, dich zu unterdrücken, dich zu bestrafen, dich zu quälen. Ja, wenn du das gegen das Gesetz Gottes verstößt, dann verdienst du die Strafe, die damit auch verboten ist, wie in unserer Gesellschaft. Für jedes Gesetz gibt es eine Strafe, die vorgesehen ist bei Verstoß. Satan wird vor Gott kommen und sagen, guck mal, Mensch X hat Gesetz 1 und 2 und 1 Milliarde gebrochen und dein Wort sagt, dass das die Konsequenz ist. Ich verlange, dass er bestraft wird. Lass zu, dass ich diesen Menschen bestrafen und unterdrücke. Und Gott hat dann keine Wahl, als zuzulassen. Um das zu verhindern, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt hier, dass er den Schuldschein mit ans Kreuz genagelt hatte. So dass dieser Schuldschein keine Gültigkeit mehr vor Gott hat, wenn Satan dich anklagen möchte. Wenn Jesus Christus dein Erlöser ist, deine Sünden vergeben hat, gilt dieser Schuldschein nicht mehr. Denn wenn er kommt, sagt Gott, schau mal, was in der Mitte steht, Satan. Da ist ein Stempel, paid for. Alles voll bezahlt. Jesus hat voll bezahlt. Aber Paulus sagt in Vers 15, dass er auf diese Weise die Mächte und Gewalten entwaffnet hat. So, worum geht es hier bei Mächten und Gewalten? Es geht ja um Gewalten der Finsternis, um Satan und seine Dämonen, sein dämonisches Team, die uns unterdrücken oder in der Unterdrückung festhalten. Jesus hat sie entwaffnet. Das heißt, er hat alle ihre Waffen weggenommen und zerstört. Die Waffen, mit denen sie Menschen über seit Jahrhunderten, Jahrtausenden unterdrückt haben. Das heißt, sie haben nicht mehr die Macht, den Menschen zu unterdrücken, die an Jesus Christus glaubt. Und dann sagt er, und ihre Ohnmacht hat er sie bloßgestellt. Das heißt, seit dem Tod von Jesus am Kreuz sind die Mächte der Finsternis erstmal entwaffnet und dann ohnmächtig. Das heißt, ohne Macht. Amen. Er hat sie bloßgestellt, als er über sie am Kreuz triumphierte. Jesus hat über Satan und all seine dämonischen Mächte am Kreuz triumphiert. Das Bild, was Paulus hier verwendet, ist ein Bild, was damals verweist auf eine Praxis, die damals beim Militär üblich war. Wenn ein König ausgezogen war, um gegen einen anderen König Krieg zu führen,
diesen besiegt hat, dann kam er in einen Triumphzug zurück in seinem Reich, sein Volk stand Spalier. Und wenn der besiegte König am Leben blieb, dann hat er ihn gezeigt und alle haben den Siegerkönig geehrt und bejubelt. Aber oft haben sie auch den Gegnerkönig umgebracht und den Kopf abgehakt. Dann hielt man den Kopf als Trophäe dem Volk entgegen. Sie haben den König gejubelt. Ja? Das ist der Triumph, das ist das, was Paulus hier sagt. Das heißt, Jesus Christus hat Satan hat über ihn triumphiert, ihn bloßgestellt vor den Augen des ganzen Universums. Alle wissen das in der unsichtbaren Welt, nur du weißt es noch nicht. Sogar Satan weiß, dass er eigentlich nicht mehr in das Recht hat, dich zu unterdrücken, speziell wenn du an Jesus Christus glaubst. Er ist entwaffnet worden und seine Macht ist zerstört worden, er ist ohnmächtig gemacht worden durch den Tod von Jesus am Kreuz. Glaubst du das? Damit hat Jesus auch die offizielle Beendigung, das offizielle Ende der Unterdrückung in deinem Leben unterschrieben. Du darfst frei sein. Amen. Du darfst frei leben. Frei in deinem Körper. Frei in deinem Herzen. Frei in deinen Gedanken. Manche Leute haben Zwanggedanken. Oder zwanghaftes Handeln. Ich habe einmal mit einem jungen Mann gesprochen und er tat mir so leid. Er war verzweifelt und er sagte mir, ich muss auch gegen meinen Willen bestimmte Sachen sagen. Ich sitze im Bus und fange an zu fluchen. Ich weiß nicht, woher das kommt und ich habe keine Kontrolle drüber. Und ich fluche lautstark, minutenlang. Alle starren mich an, es ist mir peinlich. Ich kann nicht aufhören. Kannst du mir helfen? Oder eine andere Frau, die sagte, ich muss mich mehrmals am Tag duschen. Das Waschzwang. Und ich weiß nicht warum. Ich bin so sauber, aber irgendwas sagt mir, dusch nochmal. Dusch nochmal. 10-mal am Tag, 13-mal am Tag. Das ist ein furchtbares Leben. Oder du hast irgendwelche Zwangsgedanken, die kommen und kommen und kommen, du willst es nicht, aber sie kommen und kommen und kommen immer wieder. Jesus hat die Kraft des Satans am Kreuz zerstört. Er hat ihn entwaffnet. Er hat ihn ohnmächtig gemacht, ihn bloßgestellt, über ihn triumphiert. Das für dich und für mich. Damit du frei leben kannst, frei leben darfst. Es ist Hoffnung in dem Namen von Jesus Christus. Es ist Hoffnung in dem Kommen von Jesus Christus in die Welt. Er ist gekommen, um die Unterdrückung zu beenden, eins für allemal. Halleluja. Ich lese für euch nochmal eine Stelle, dann kommen wir zum Schluss. Apostelgeschichte 10, Verse 38 und 41 bis 41. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem getan hat. Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und getötet. Doch am dritten Tag hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er im Auftrag Gottes als Auferstandener erschienen. Zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns, seinen Jüngern, die Gott schon im Voraus als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. So, der Reihe nach. Petrus hier sagt, Jesus Christus, der Messias, den Gott uns versprochen hat, der uns befreien sollte, er kam
Und er ging von Ort zu Ort, er tat Gutes und er heilte und befreite alle, die der Teufel in seiner Gewalt festgehalten hatte. Ganz, ganz lange hat Satan geherrscht und die Menschen, das Schicksal der Menschen kontrolliert, bis dass der Allmächtige die Welt betrat. Dann sollte er zeigen, wer wirklich Herr ist, wer Herr der Dinge ist. Und überall, wo Jesus ging, beendete er die Herrschaft Satans im Leben der Menschen. Wenn er eine Ortschaft betrat, hat er alle Menschen geheilt und befreit, die Satan seine Gefangenschaft festhielt. Amen. Amen. Denn er ist der allmächtige Gott. Nichts und niemand ist mächtiger als er oder annähernd so mächtig wie er. Wenn er Ja sagt, kann niemand Nein sagen. Wenn er Nein sagt, kann niemand Ja sagen. Er ist der Chef, er hat das letzte Wort. Und er ging von Ort zu Ort. Stell dir vor, er ist auch jetzt in Bremen. Jetzt gerade hier in diesem Raum. Und er tut das Gleiche, was er damals getan hat. Denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und wir reden nicht über eine historische Figur. Petrus sagt hier, er ist auferstanden. Du hast vorhin gehört, dass er am Kreuz gestorben ist. Ja, aber er ist nicht unter den Toten geblieben. 3 Tage später ist er auferstanden. Und es gibt Zeugen. Petrus sagt, wir haben ihn gesehen. Sogar mit ihm gegessen und getrunken nach seiner Auferstehung. Er ist Menschen erschienen nach seiner Auferstehung. Als Beweis, schau, ich lebe. Ich bin das Leben und die Auferstehung. Dieser Jesus Christus, der auferstandene Gottes, der lebt. Er lebt, um dich heute zu befreien. Was er damals getan hat, das tut er heute auch noch. Er geht überall, von Ort zu Ort. Jetzt an diesem Augenblick befreit er Menschen auf dem ganzen Planeten. In Asien, in Afrika, in Amerika, in Europa, auch hier in Bremen und hier in der Full Life Gemeinde. Er ging von Ort zu Ort. Warum? Weil er Menschen leidenschaftlich liebt. Er geht uns nach. Er kommt uns zur Hilfe. Er eilt uns zur Hilfe. Er hört dein Geschrei in deinem Zimmer. Und er kommt. Er ist nicht der Gott, der einfach nur im Himmel bleibt. Weit entfernt von Menschen. Sein Name ist Immanuel. Gott mit uns. Halleluja. Jesus geht von Ort zu Ort, von Zimmer zu Zimmer, von Gemeinde zu Gemeinde und tut das, was er am besten und am liebsten tut. Menschen freisetzen. Wo er erscheint, da zittern die Dämonen, da zittert Satan. Sie können nicht aushalten, dass er da ist. Er lebt. Halleluja. Wir predigen nicht eine historische Figur, wir predigen den auferstandenen Sohn Gottes. Er ist auferstanden. In Gewalt, in Kraft und in Herrlichkeit. Und das ist deine und meine Hoffnung. Die Hoffnung lebt. Und ihr Name ist Jesus Christus. Er bricht die Ketten und setzt die Gefangenen frei. Wenn du mir heute Morgen zuhörst und du erlebst Unterdrückung in irgendeiner Form in deinem Leben, in irgendeinem Bereich deines Lebens, dann nimm deine Befreiung im Glauben an im Namen Jesu. Während ich spreche, alle, die meine Stimme hören, die Ketten fangen an zu fallen. Ja, in deinem Kopf, in deinen Gedanken, die Ketten fangen an zu fallen. Denn der Name von Jesus Christus ist stärker und mächtiger als jede Form von Kette. Nimm deine Befreiung an. Lebe frei ab heute. Frei in deinen Gedanken, frei in deinen Emotionen, frei in deinem Körper, frei in deinen Finanzen, frei in deinem Beziehungsleben. Ja, es gibt Leute, die würden gerne heiraten, gerne eine Beziehung sein, aber sie meinen es gut, egal in welche Beziehung sie gehen. Am Anfang ist es gut, aber irgendwann geht es kaputt.
Sie werden ausgenutzt, schlecht behandelt, verraten, verletzt und sitzen gelassen. Sie können nicht erklären, warum. Und das Herz blutet. Und das Herz des Vaters blutet erst recht, wenn er das sieht. Darum sandte er seinen Sohn, um dem ein Ende zu setzen. Sag, meine Tochter, mein Sohn, du hast Freiheit verdient. Und ich habe alles getan, was es braucht, damit du frei leben kannst. Willst du das? Manche Leute gefallen sich in der Gefangenschaft, weil sie schon so gepolt sind, dass sie eine Opferrolle eingenommen haben, vielleicht dadurch auch Mitleid bekommen und Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist ein Dauerthema in ihrem Leben. Immer klagen, immer alle, immer klagen, immer ich und ich. Jesus sagt, du darfst frei sein. Du bist nicht geboren, um ein Opfer zu sein. Du bist geboren, um ein Champion zu sein. Ein Overcomer. Wie heißt das, Marcel? Ein Overcomer, ein Sieger zu sein, Überwinder zu sein. Amen. Du bist geboren, um oben zu sein, nicht unten zu sein. Um zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. Ja, du darfst die Kontrolle über deine Gedanken, deine Emotionen haben. Es ist möglich. Glaub mir, es ist möglich. Amen. Jesus liebt dich. Und er will dich heute freisetzen. Wen der Menschensohn frei gemacht hat, der ist wirklich, die betonen nicht auf wirklich, der ist wirklich frei. Ja, ja, es ist eine authentische, tiefsinnige und tiefgreifende und nachhaltige Freiheit. Ich habe es tausendfach erlebt in meinem Leben, wie Jesus mich befreit hat von vielen Sachen. Und es fühlt sich gut an, frei zu leben. Es ist einfach top. Yeah. Du hast das Gefühl, ich liebe das echte, das richtige Leben. Das Leben unter der Unterdrückung ist finster. Du hast keine Freude. Nach außen vielleicht strahlst du, aber innerlich bist du kaputt. Es ist dunkel. Das ist nicht normal. Es ist nicht, was Gott will. Was er will, ist, dass sein Licht in deinem Herzen leuchtet. Seine Herrlichkeit in deinem Herzen leuchtet. Dass du Freude hast und Frieden auch mitten in stürmigen Zeiten. Auch mitten in Krisen, dass du Frieden hast, Freude hast, Selbstvertrauen hast, Selbstbewusstsein hast, zuversichtlich leben kannst. Amen. Besonders seit der Corona-Zeit sind viele Menschen in Unterdrückung geraten. Viele Menschen, jung wie alt, reich wie arm. Wenn du durch die deutschen Straßen gehst, du siehst überwiegend unterdrückte Gesichter. Aber Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um den Unterdrücker frei zu machen. Und du kannst und darfst wirklich, wirklich frei leben. Amen. Ich möchte, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu beten. Ja, wir beten zum lebendigen Gott, zum auferstandenen Jesus Christus. Wir rufen seinen Namen. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und das Wort Rettung impliziert auch Befreiung und Heilung. Rufe den Namen von Jesus Christus und er wird dich befreien und du wirst ihn loben und danken und anbieten. Wenn du ein Segensgebet brauchst, dann komm nach vorne. Und wir machen uns die Freude, für dich zu beten, dich zu segnen. Du darfst echte und wirkliche Freiheit erleben. Du kannst sitzen bleiben und sagen, Jesus, ich lade dich ein, in den Bereich meines Lebens, wo ich mich unterdrückt fühle. Komm rein und gib mir Freiheit. Bete für dich.
du kennst dich, erkennt dich. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist, die Botschaft. Sag Jesus, komm in meine Gedanken und mach mich frei. Komm in meine Emotionen und mach mich frei. Komm in meinen Körper und mach mich frei. Er ist hier. Er ist hier. Halleluja, er ist hier. Danke, Jesus. 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 Ich möchte gerne jemanden segnen, wenn du Segengebet brauchst. Komm. Wenn du ein Segensgebet brauchst. Meine Hand ist voll, es muss raus. Der Segen muss raus, wer möchte. Komm, du musst nicht für dich beten. Du musst nach vorne kommen. Ja, du musst uns besuchen natürlich. Christi, mit den Gedanken Gottes. Und ich proklamiere das Ende dieser Kämpfe in deinen Gedanken. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Diese Pendelei beende ich heute im Namen von Jesus. Und ich breche jede Form der Unterdrückung in deinen Gedanken, in deinen Emotionen. Und segne dich mit emotionaler Stabilität. Stabilität in deiner Gedankenwelt, dass deine Gedanken ausgerichtet sind auf Jesus Christus. Dass der Herr dich erfüllt mit seiner übernatürlichen Freude. Die Freude, die von innen kommt, vom Heiligen Geist kommt. Du sollst aufblühen. Du sollst aufblühen. Du sollst aufblühen. Du sollst aufblühen im Namen Jesus Christus. Und alle Gaben, die Gott in dich hineingesteckt hat, sollen zum Vorschein kommen, zum Ausdruck kommen. Und ein Segen sein für viele Menschen. Und alle negativen Worte, die über dich ausgesprochen wurden, vernichte ich heute im Namen von Jesus Christus. Ich erkläre sie für nichtig. Und ich trenne dein Leben von diesen Worten im Namen von Jesus Christus. Und ich führe dich in den Segen Gottes hinein. In den Segen Abrahams. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und nur sind auch du sei gesegnet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jede Form von Unterdrückung breche und beende ich heute dein Leben im Namen Jesu. Alles, was dich davon abhält, in die Fülle des Lebens Gottes einzubringen, breche ich heute durch den Namen von Jesus Christus. Ich setze dich frei. Frei von allen familiären Ketten. Frei von allen Ketten an deiner Blutlinie. Dein Licht soll leuchten. Und der Herr spricht nur, dass du eine Leiterin, seine Anführerin bist. Und dass du aufhören sollst, dich zu unterschätzen und den Wert zu verkaufen und zu verstecken. Gott möchte dich gebrauchen. Andere zu anzuleiten, zu unterweisen, zu führen, zu trösten. Danke, Jesus, dass du ihr auch hier deine Gesinnung schenkst. Der Erneuerung des Denkens, Jesus. Der Erneuerung des Denkens, Herr.
Danke, Jesus, dass du sie führst in den Segensbereich in deinem Reich.